Vom ersten Augenblick unserer Begegnung an war beschlossen, dass er unser Haus bauen sollte. So sehr waren wir von seiner Persönlichkeit beeindruckt. Wir hatten das Gefühl, einem wirklichen Künstler gegenüberzustehen. Er, das ist Ludwig Mies van der Rohe, eine der Schlüsselfiguren der klassischen modernen Architektur, der die Baukunst seiner Zeit weltweit beeinflusst hat. Das Wohnhaus für die jüdische Fabrikantenfamilie Tugendhat im damals noch tschechoslowakischen Brünn sollte zu einem Meisterwerk der Moderne und der bedeutendste Bau des Architekten auf europäischem Boden werden. Vítor Paula nasceu em Lisboa em 1922. É arquiteto desde 1945. É um homem de muitas artes. É difícil dizer onde acaba a sua formação de arquiteto e começa a sua vocação de fotógrafo, artista plástico, ceramista, editor, escritor, etc. Ama a fotografia desde 18 anos, quando auxiliava o pai, fotógrafo amador, e em 1958, com Costa Martins, editou um livro de fotografias, Lisboa, Cidade Triste e Alegre. Em 92, a Fundação Gulbenkian e o seu Centro de Arte Moderna dedicaram-lhe uma grande exposição retrospectiva.